MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin moin, liebe Freunde, Susako am Start. Heute mit dem 1000 Abonnenten-Special. Ja, wir haben schon mal ein Special zu 500 Abonnenten gemacht und wir haben vor geraumer Zeit, ist jetzt sogar schon ein bisschen länger her, die 1000 Abonnenten geknackt. Und es ist heute so passiert, dass ich auf meinem alten Kanal, dem Susako 1991, also 1991, ein bisschen gestöbert habe, weil ich dort eigentlich sämtlichen Content runterlöschen wollte, weil ich den Kanal eventuell anderweitig wieder aufbauen möchte. Und ja, dabei habe ich natürlich ein paar ältere Videos gefunden, über die ich schmunzeln musste. Diverse alte Let's Plays von World of Warcraft und auch andere Spiele natürlich, weil das war früher mal ein Let's Play-Kanal. Aber was ich gefunden habe, was ganz schön zu diesem Kanal hier passt, ist, ich habe mehrere alte Achievement-Videos von mir gefunden. Unter anderem aus Mists of Pandaria die Challenge Mode Gold, die ich gemacht habe. Und was ich ganz lustig fand, ich habe zu Cataclysm ein paar kleine Erfolge erklärt. Es waren vielleicht an der Zahl 5 oder 6 Stück. Und die habe ich mir jetzt kurz runtergezogen und mich natürlich selbst noch mal ein bisschen beömmelt, was ich da so gequatscht habe oder wie ich überhaupt drauf war. Das Ganze natürlich in auch verdammt mieser Qualität. Ja, also scheiß Headset anstatt ein gutes Studio-Mikrofon und sowas. Also wirklich noch relativ schlimm. Und eins davon möchte ich euch als 1000 Abonnenten-Special zeigen, dass ihr mal seht, wo meine Wurzeln so herkommen, was ich so gemacht habe oder wie meine allerersten Erfolgsvideos ausgesehen haben. Total scheiße eigentlich. Aber falls ihr Bock habt, dann guckt euch das Ganze doch an, lacht euch kaputt und ja, gebt dem Daumen einen rauf. Danke, Handy. Gebt dem Daumen Video einen Daumen rauf oder lasst es sein, wenn ihr euch kaputt gelacht habt, wisst ihr Bescheid. Ich habe auch mal klein angefangen, für alle die von euch vielleicht auch noch anfangen möchten, irgendwelche Videos zu machen, soll das ein Beispiel sein. Also ich habe da auch sehr, sehr lange nicht so professionell, wie ich es jetzt oder heute versuche zu machen, getätigt, sondern auch relativ kindlich mit jungen Eifer drangegangen. Ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs Zusehen. What's your favorite scary movie? Lava. Yo, I'ma scare the socks off you. For sure the shot stops all you. Knock the locks off and chop the watch off you. Lurking in the back like a crook in the black. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Leroy vom Kanal Susako 1991 Aluka TV und wie ihr schon gesehen habt, geht es heute wieder um einen Erfolg und zwar Bandenkrieg. Dieser Erfolg ist relativ simpel und einfach zu machen. Hier haben wir ihn übrigens. Gibt 10 Erfolgspunkte. Alles, was ihr für diesen Erfolg machen müsst, ist ganz einfach und bedingt eigentlich auch euer Hochlevel auf 85. Natürlich müsst ihr schon 85 sein, das ist ja klar, und ihr müsst ihn ideal gequestet haben, soweit, dass ihr die geschmolzene Front hier machen könnt. Ihr müsst die ersten 20 Abzeichen abgegeben haben. Das Ganze ist in Hyal oder Hyjal auch genannt, hier am Heiligtum von Malorene. Irgend so eine Schwuchtel. So, und sobald ihr die ersten 20 Abzeichen abgegeben habt, könnt ihr hier eine Tagesquest annehmen von Hauptmann Soren Mondsturz. Okay. Die nennt sich die Verteidigung des Hyal. Die nehmt ihr einfach an. Jetzt auf der Karte seht ihr, die muss man hier erledigen. Und wir müssen dann auch direkt dort hinfliegen. Wichtig ist, dass ihr entweder einen zufälligen Spieler, der dort ist, braucht oder mit einem Freund dorthin reist. Ihr braucht auf jeden Fall eine zweite Person. Das werdet ihr auch gleich erfahren, warum und sehen. Ich lese euch einmal vor, was im Erfolg steht. Im Erfolg steht, gewinnt ein Duell in Sherdas Nest, während ihr euch auf der Quest die Verteidigung des Hyal befindet. So, ihr habt immer, wenn ihr die Quest annehmt, 4 Gefährten. Seht ihr jetzt hier? Die sind hier, denn eure eigentliche Quest beinhaltet nun diese Elementare, irgendwelche von den 6 Stück zu töten. So, für den Erfolg müssen wir jetzt einen zweiten Mitspieler haben, der jetzt gleich unterwegs ist. Und ganz normal ein Duell gegen den führen und gewinnen, aber das zeige ich euch jetzt gleich. So, da bin ich jetzt auch wieder. Und jetzt haben wir hier den Celi, das ist ein Gildenkollege von der Gilde Renovatio, der mir jetzt hier hilft. Wir müssen ein Duell machen. 3, 2, 1. Und auf die Fresse, er wird sich nicht wehren. Wie ihr seht, die ganzen Viecher kämpfen mit, von ihm und von mir. Und jetzt kloppen wir uns also mehr oder weniger alle gegenseitig. Das ist halt der Witz an der Sache.
werde jetzt gleich mal wegfielen und ihn umbolzen. Come on. Zack. Da blinkt der Erfolg auf. Bandenkrieg. Ihr findet ihn, wenn ihr im Buch sucht, unter Quests Cataclysm. So, da ich den Erfolg nun habe, muss er sich schnell heilen. Und dann machen wir das Ganze genau andersrum. Er soll den Erfolg ja auch noch bekommen. Nicht nur ich hier, sondern beide. Wir müssen ja schon fair bleiben. Ne? Das ist ja sonst kacke, wenn ich jetzt nur ich den kriege und er nicht. Das ist ja scheiße. So. Und das ist einmal mal was. Das ist alles in allem. So, jetzt habe ich's. Das, was ihr machen müsst. Und deswegen sage ich schon mal GZ an euch. Danke nochmal an Celi, der mir hier mit seiner Celitra geholfen hat bei diesem Erfolg. Vielleicht werden wir ihn öfters in Videos jetzt sehen, in denen er mir hilft. Jetzt kann er mich verprügeln, da seht ihr es jetzt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen rauf, liken, abonnieren, kommentieren oder auch nicht. Oder einen Daumen runter, wenn ihr es absolut scheiße fandet. Bis zum nächsten Mal, euer Leroy vom Kanal Zuckerheiz, Alucard TV.